Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Secret of Evermore. Und wir begeben uns jetzt in den letzten Raum des Colossia-Tempels. Beim letzten Mal hatten wir ja den dritten Raum gemacht. Was ich als gar nicht so einfach gestaltete. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich glaube, da hier war's. Ne, da war's nicht. Der war's nicht. Dann war's der. Ja, der sieht gut aus. Der sieht gut aus, da waren wir noch nicht. Ja, schon wieder unsere Teufelchen. Einer davon. Au, gleich zwei davon, ich korrigiere. Und wenn ich mich richtig erinnere, kriegen wir in diesem Raum hier eine neue Waffe. Die uns richtig nützlich sein wird. Vor allem, wenn wir dann auf den Endkampf stoßen. Na, da hatte ich doch richtig gepokert, dass hier jetzt Nektar liegt. Ich hatte schon gedacht, ich habe den jetzt. Boah, wie viele solche Viecher kommen denn hier noch? Ich habe doch nun gerade drei davon gekillt. Au. Au. Ne. Ist ja nicht so ganz mein Tag hier. So. Jetzt ist aber mal gut hier mit den Teufelchen. Ja, Schleim gefällt mir besser. Rex erreicht Level 18. Ne? Level 18 ist ja schon mal was. So, ich denke mal, wir müssen jetzt wohl oder übel über die Brücke hier. Jo. Genau, und dafür brauchen wir dann unsere neue Waffe. Ihr werdet dann gleich sehen, was es ist. Die uns dann hier weiterbringt. Ich gucke jetzt erstmal schnell, ob da drüben noch irgendwas Interessantes ist. Meine Fresse, ich renne aber auch überall rein heute hier. Die Gegner respawnen aber auch wie blöd hier. Ja. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ob ich jetzt richtig oder falsch bin. Ah ja, hier ist ein Steingesicht. Okay, also waren wir nicht ganz so falsch. So, jetzt hier wieder rum und da wieder hoch. Ah, ich bin mal gespannt, wenn ich mich hier im Colossia-Tempel schon so verlaufe. Was das denn in der Pyramide werden soll? Ich heile mich mal. Nämlich keine Lust, jetzt hier noch zu verrecken. Tut nicht nur, dass wo mein Hund da jetzt getroffen hat, Gott sei Dank. Aha. Na, ist ja ganz toll. Jetzt rennen wir den ganzen Weg wieder zurück.
weil es so schön war. So. Und nun bin ich mal gespannt, ob wir da hinkommen, wo wir hinwollen, weil ich glaube, hier gab es auch einen Geheimgang. Werde ich mir jetzt gleich mal ansehen, wenn ich mich von diesen Viechern hier getrennt habe, die mir gerade tierisch auf die Nüsse gehen. Ah, steht, diesmal habe ich mir verkalkuliert. Aua. Sowas aber auch. Ja, kommt noch mehr her. Meine Fresse. So, jetzt ist natürlich die Frage. Wo ist zu diesem hässlichen Gang da reinging, ne? Nehmen wir mal an, hier geht's mit Zauberbrücke weiter. Ach Quatsch, ich bin ja bei denen. So, da will ich hin. Ja, mach mal deine Zauberbrücke hin. So, und hier muss es jetzt dann irgendwo reingehen. Irgendwo. Meine Fresse nochmal, die gehen mir jetzt aber auch ein bisschen auf den Sack. Hinterlassen aber auch nichts, ne? So. Das ist jetzt blöd, ne? Wie komme ich jetzt in diesen Geheimgang? Irgendwo muss es ja lang gehen. So, einfach mal alle Wände ab. Kann ja eigentlich nicht. Wow, Mann, ich renne aber auch immer hier unvorsichtig. Ja, sich das immer über die Jahre so merken würde, ne? Wo die Eingänge zu den Geheimräumen wären. Das wäre natürlich schön. Na, jetzt ist er auch noch versicht. Ganz toll. Mal gucken, ob wir was haben. Ich hoffe mal, der Geheimgang ist nicht ganz so verwinkelt dann. Weil das hasse ich ja hier. Meine Güte, was hält denn der aus? Ist doch kein normaler, oder? Wie er draußen rumgerannt ist. Okay.
Ich musste gar nicht in den Raum da oben reinlaufen. Um den Bronzesperr zu kriegen. So, jetzt fehlt mir aber immer noch. Irgendwie der Eingang zu dem Geheimraum. Aber hier kann es ja eigentlich nicht sein. Weil das wäre ja irgendwie... Wäre das ja blöd. Ich hab's doch geahnt. So, wir haben den Geheimgang also gefunden. Ist ja sehr nett. Aha. Ganz leicht irreführend hier. Aber warum sollten uns das die Leute auch zu einfach machen, ne? Wäre ja auch. Boah, ey Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Es ist tatsächlich denen ihr Ernst. Stimmt sein Bruder, oder? Naja, genau. So. Ja, das habe ich ja auch vor. Ich will ja noch den Juwelenaugen suchen. Okay. Wir nehmen mal raus. Ich glaube, den Säureregen. Obwohl. Die Schlammbombe war nicht so. Pralle, oder? So. Ja, speichern ist eine ganz gute Idee. Ist eine ganz gute Idee und jetzt schauen wir mal. Wir haben 26 davon. Das sollte eigentlich vorerst erstmal reichen. Um hier dem Endgegner entgegentreten zu können. So, jetzt löschen wir den ganzen Weg natürlich wieder zurück. Sollte es dann auch anders sein? Ja, aber ich habe mir schon sowas gedacht. Dass das hier irgendwie rundum geht. So. Ich kämpfe überhaupt nicht gerne mit Speeren. Ja gut, das ist jetzt natürlich geistreich. Müssen wir jetzt den ganzen Weg hier zurücklutschen. Ja, oh, ich hasse Sperre, ich hasse sie.
ich lasse das mit dem Speer jetzt sein, den nehme ich dann nur noch für den Endkampf. Weil... das wird sonst kacke. Richtig kacke. Brauche ihn aber hier, um die Brücke zu aktivieren, wo wir wieder rüber müssen. Na, ah, nein. Komm. Lass es einfach sein, ihr Drachentöter wieder her, so. Ich glaube, hier oben rum ging's. So, und dann war da irgendwo die Brücke, wo wir rübergekommen sind. Das war jetzt natürlich nicht so geplant. So, jetzt muss ich den Speer gucken, ob ich den jetzt überhaupt schon werfen kann. Okay, das ging ja relativ gut. Er macht das dann automatisch, das ist sehr schön. Weil normalerweise kann ich die ja erst werfen. Wenn ich den Speer auf Level 3 habe. Probier mal kurz. Ich kann den Speer noch nicht werfen, das ist jetzt natürlich Mist. Vor allem für den Endkampf wird das dann riesengroßer Mist. Aber schauen wir einfach mal, ob wir den auch so schaffen. Hier gibt es wieder eine Zauberbrücke zum Speichern. Und dann kümmern wir uns im nächsten Part um den Endkampf hier im Colossia-Tempel. Probier jetzt mal. Den neuen Zauber aus. Ja, da braucht er aber schon ziemlich viel. Damit er hier besiegt ist, aber gut, okay. Außer noch auf Level 1. So, ich werde hier speichern. Und dann sehen wir uns im nächsten Part zum großen Finale im Colossia-Tempel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.